Ich habe neue Köpfe von Hukain, die zugegebenermaßen einem anderen Kopf ein wenig ähneln. Trotzdem gucken wir uns den heute an. Hukain und Aeon sind ja cool miteinander, das sollte also passen. Und zwar sind das hier die Lil Lips, also kleine neue Köpfe aus dem Hause Hukain, die wir uns heute mal angucken. So, gucken wir uns die Köpfe als erstes mal noch im Detail an. Ich habe zwei Colorways, einmal den Cool Water und einmal den Bianco, zumindest wenn die genauso heißen. So, wenn wir uns die Köpfe hier mal ein bisschen genauer angucken, sehen wir, dass sie schon etwas anders geformt sind als der Glow. Vom Formfaktor her aber sehr ähnlich. Sie haben aber einen krassen Unterschied und das ist dieses Gummiband hier drumherum. Man könnte das auch mit Kraft abmachen, aber es hält auf jeden Fall sehr gut. Wenn der Kopf jetzt super heiß ist, kann man es trotzdem nicht sehr geil anfassen, aber etwas besser als den Viro Globe. Das auf jeden Fall schon. Preislich liegt der Kopf normal bei 25 Euro, ist gerade aber im Angebot für 18,90 Euro, ist damit aber trotzdem teurer als die 15 Euro für den Viro Globe. Das muss man auf jeden Fall beachten. Tabakdepot ist etwas größer als beim Viro Globe, aber nur wenige Gramm. Ich würde sagen, den Viro Globe baut man mit ungefähr 20 Gramm und den hier so mit 23 Gramm. So, wir bauen uns jetzt mal einen Tabak und dann gucken wir uns an, wie der Kopf läuft. Ich würde es gern wiegen, aber die Batterie von meiner Waage ist leider leer. Das heißt, ich kann heute leider nicht wiegen, wie viel Gramm in den Kopf gehen, was sehr belastend ist. So, wir schaufeln erstmal fleißig Tabak rein. So, das sieht natürlich erstmal aus wie Kraut und Rüben hier. So, verteilen wir das Ganze mal hier. Das Depot von dem Lil Lip ist auf jeden Fall nur ein Ticken kleiner als das von einem Oblaco M. Aber etwas größer als jetzt ein Globe zum Beispiel. Aber nicht viel. Dadurch finde ich ihn aber auch an sich etwas einfacher zu bauen. So würde ich das Köpfchen auch schon lassen. Nur noch sauber machen. So sieht das Köpfchen aus. Leicht über den Rand gebaut. Gucken wir mal, wie das Köpfchen läuft. So, Kohle ist ready. Wir packen hier noch ein HMD drauf und dann hacken wir hier mal. Ich weiß ja nicht, wie viel Hitze der Kopf so produziert, deswegen fangen wir mal an mit zwei. Ich bin so erstmal ein kleines bisschen vorsichtig. Wir brauchen aber noch ein zweites. Ich habe vor 5 Minuten die Kohle runter und der ist noch heiß, aber ja, es bringt tatsächlich was. Am Ton würde ich den Kopf jetzt nicht anfassen wollen. An dem Gummiring geht es. Es ist immer noch heiß, aber es geht. Also der Gummi bringt tatsächlich einen kleinen Vorteil. Selbst wenn ich ihn hier anfasse, ist er heißer, als wenn ich ihn hier an dem Gummiring. Aber ihr dürft wirklich nur so mit den Fingerspitzen am Gummi sein. Aber es reicht, um ihn kurz abzunehmen und beiseite zu stellen. Wenn einem der Vorteil den Mehrpreis wert ist gegenüber dem Glow, könnte das was Nices sein. Auch so ein Punkt, wenn man diesen Kopf auf die Pfeife packen will. Also auf dem Gummi drücken ist irgendwie kacke. Und deswegen drücke ich am liebsten den Kopf fest, indem ich hier oben drauf drücke. Dann darf halt noch kein HMD drauf sein. Das heißt, vorheizen oder sowas ist nicht. Und dann erst den HMD drauf. So finde ich es angenehmer. So, das zweite Köpfchen mit dem Lil Lip sind wir ja mittlerweile schon etwas länger am Rauchen. Kommen wir mal zu einem kleinen ersten Fazit von dem Lil Lip. Aber erstmal noch ein Zug. Köpfchen läuft jetzt schon eine ganze Weile. Aber Köpfchen läuft immer noch gut. Depotgröße und Co. hatten wir ja schon. Rein vom Design her mag ich diesen Gummiring unglaublich gerne. Aber ich finde vom Design den Globe deutlich schöner, weil diese Kante hier finde ich irgendwie nicht hübsch. Weiß ich nicht. Müsste meiner Meinung nach irgendwie nicht sein. Klar, man muss da wenigstens ein bisschen was anders machen im Vergleich zum Globe. Deswegen der Gummiring, der hat auch einen praktischen Grund, haben wir ja schon rausgefunden. Und halt eben noch diese kleine Einkerbung. Ich muss aber sagen, die macht es für mich weniger schön. Performance von der Hitze her war immer wunderbar. Kalaut und Nagrani und andere Smokeboxen haben alle wunderbar draufgepasst. Wir haben oben den angerauten Rand, was es auch wirklich sehr praktisch macht. HMD hält ganz gut, auch wenn kein Kontakt zum Tabak da ist. Wenn Kontakt zum Tabak da ist, dann hält das Ding sowieso gut da drauf fest. Von daher auch kein Thema. Es ist ein guter Kopf. Er kostet halt ein paar Euro mehr als der Globe. Und der Globe war auch der erste, der in diesem Design rauskam. Von daher muss ich persönlich sagen, würde ich wahrscheinlich eher auch zum Globe tendieren. Wenn ihr sagt, ihr findet den Lil Lip einfach schöner oder bei euch fehlen die 2 Gramm, die weniger in den Globe reingehen, dann kann man sich auch guten Gewissens den Lil Lip holen. Aber sobald der aus dem Angebot raus ist, im Moment kostet der 18 Euro oder 18,90 Euro, sobald der aus dem Angebot raus ist und wieder die regulären 25 Euro kostet, da ist meine Entscheidung 100%ig beim Globe von Viro. Weil 15 Euro versus 25 Euro, da gibt es für mich keinen Grund mehr zu überlegen. Wenn der Kopf teurer wird, dann ist für mich der Globe auf jeden Fall der Sieger. Aber ist auf jeden Fall kein schlechter Kopf. So viel zum Lil Lip von Hukain.